So, hey Leute, es geht wieder weiter bei einer weiteren Folge Splatoon. Und es kam ganz schön viel Neues. Das Splatfest ist abgeschlossen, das Rockteam hat gewonnen, zu dem ich auch gehört habe. Und jetzt gibt es so neue komische Muscheln da oben rechts neben meinem Geld, seht ihr sie schon? Und ich habe keine Ahnung, wie sie funktionieren, aber vielleicht, ich schätze mal, dass man sie bei ihm einlöst. Okay, warte mal, ich rieche da etwas supere Muscheln. Okay, und damit kann man, wie sieht es aus? Gegen Feder für deine Ausrüstung dabei bestellen. Feld hinzufügen. Haben wir was bestellt? Nee. Okay, dann. Okay, wir holen mal unser bestes Gear raus, würde ich sagen, dass wir das verbessern. Dann natürlich. Okay, einmal das. Wobei. Kann man theoretisch sowas auch verbessern? Oder jetzt ziehe ich mal irgendwas an. Na, wenn man das Sockel hinzufügen kann, dann müsste so das gehen. Ich zieh's mal irgendein lame Stuff an. Und dann schauen wir, ob es funktioniert. So, mal schnell zu ihm wieder. Oh, Luke. Luke. Yay. Okay, und dann. Nee, nicht Bestellung. Oh, was krieg ich denn nochmal drauf? Jetzt schon wieder! Was ist denn los hier? Okay, ich wähle mal das jetzt zum Beispiel aus. Okay. Ja, was kommt? Sind die erstmal voll? Kann ich Effekte austauschen? Achso, die müssen voll sein, da kann man Effekte austauschen. Gut, dann nehmen wir jetzt zum Beispiel mal den hier. Neues Feld. Okay, danke schön. Aber irgendwie. Okay, komm, wir machen das mal mit dem. Ach, und dann wird alles so richtig hochwertig. Das ist ja nice. Mensch, Sigi, eine schöne Idee. Okay, dann mache ich das mit dem auch. Und dann wird das Ding jetzt zum stärksten, oder was? Ja, könnte ja sein. So, und dann ist es jetzt am Limit. Das heißt, es kann ganz schön abgehen. Okay, jetzt würde ich aber gerne mal die auch auswechseln, die Effekte. Ah, nee, das geht ja erst, wenn die voll sind, genau. Okay, dann ziehe ich mal anständige Schuhe an. Und dann ist es eigentlich ein ganz gutes Gear. Ach ja, ich will mit dem Carbon-Roller übrigens spielen. Der ist ja auch neu durch den DLC. Kein DLC Update. Okay, ich schau nochmal, ob sich bei Archie oder sowas geändert hat. Ich glaube aber nicht. Nö, nichts Neues. Okay. Das Spiel würde ich sagen mit der neuen Waffe. Und wir gehen direkt in die Online-Kämpfe. Okay, wir spielen. Jetzt gibt es wieder Rangkämpfe. Das heißt, wir spielen Rangkämpfe. Aber wie kriegt man jetzt diese Muscheln, ist die Frage. Kriegt man die durch Online-Spielen? Aber was muss man dann online erreichen, dass man sowas kriegt? Das ist eine gute Frage. Vielleicht geht es. Ah, wahrscheinlich kriegt man das nur so durch Events. Wie zum Beispiel das Splatfest. Oder vielleicht geht es ja bei anderen Events. Das könnte ja Sinn ergeben. Okay, dann geht's los. Hab schon eine längere Zeit wieder kein Splatoon gespielt. Deswegen ist es jetzt alles hier fremd und komisch. So, gleich hört ihr einmal meine Maus klicken. Klick. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an. Okay, ach ja, wir spielen ja Rangkämpfe. Ich wollte ja schon einfärben am Spawn. Also der Carbon-Roller ist extrem schnell, was ihm einen ganz klaren Vorteil gegenüber anderen Rollern macht. Aber ob es wirklich so... Ach genau, das ist ja dieser Turmkampf immer noch. Immer noch der Turmkampf. Ah, da war der Turm kurz gesichert durch uns. Ah, da war eine Tintmine. Wie fies.
Und ja, deswegen werden wir jetzt wahrscheinlich auch hauptsächlich nur noch komplett ausgearbeitetes Bier finden. Schätze ich mal. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Na, komm her. Ich habe dich doch gesehen. Boah, schön vorsichtig. Und dann wieder Tinte. Oh, Double Kill. Yeah, Double Kill. Sehr schön. Aber die Gegner gewinnen leider gerade. Was ich nicht so schön finde. Ah, schnell weg. Ja, das hat ja toll geklappt. Oh. Kriegen wir jetzt den Turm? Yeah, der Turm ist in unserer Hand. Okay. Wir chillen hier oben. Den nehmen wir weg. Euch alle von hier oben schön abschießen. Aber wir sind die Einzigen, der drauf ist. Und jetzt haben die Gegner wieder den Turm. Toll. Aber ich habe das Gefühl, dass wir das noch reißen können. Ich bin bester Dinge. So, ein Kill. Also Kills kriegt man hier auf jeden Fall gerade viele. Aber ja, es geht ja nicht um Kills. Wie man weiß. Sondern um das Einfärben der Plattform. Okay, dann springen wir da mal hin. Und holen uns wieder den Turm. Also der Turm ist irgendwie immer in der Mitte. Gerade. Oh. Okay, schön vorsichtig. Oh, schade, da können wir keinen mehr mitnehmen. Aber es ist halt die Frage, kriegt jeder diese Muscheln oder nur das Gewinnerteam? Also es haben ja auch sehr viele für Rock gestimmt. Aber ob nur die, die Muscheln bekommen haben oder ob alle, die sich angestrengt haben, das ist die Frage. Oh, verdammt, da bin ich fast runter. Ah, okay, sehr schön. Wir machen das hier. Obwohl es ein bisschen knapp war am Anfang, läuft es eigentlich ganz gut. So, hier schön einfärben, wenn wir gerade schon mal... jetzt haben die uns wieder... Oh nein, jetzt haben die den Turm wieder. Ganz blöd. Aber auf jeden Fall eine ziemlich spannende Runde. Im Moment sieht es noch besser für die Gegner aus, aber... Kann sich alles noch ändern. Ah, verdammt. Aber wir haben ihn wieder. Sehr schön. Jetzt ist er wieder in der Gegnerhand. Jetzt ist er wieder bei uns. Ah, verdammt. Das war jetzt aber echt knapp. Wir müssen mal unser Gear komplett ausbauen, ne? Okay, jetzt laufen hier alle als Team rum. Finde ich schon mal, ist eine gute Idee. An sich. Wenn wir es jetzt noch richtig umsetzen, dann ist es natürlich gut. Ah, da ist der Turm, verdammt. Ich hoffe, es sind unsere Bomben, ja. Sehr schön. Und hier drauf. Und wir verlassen den Team, den Turm ganz sicher nicht mehr. Und jetzt mit der Zinsuke alles am Zerstören. Ah, verdammt. Boah, das ist ein sauspannendes Match, Leute. Und das Time Limit wird wahrscheinlich den Gegnern den Punkt geben. Bisschen schade, aber okay. Außer... Nee, das schaffen wir nicht mehr. Okay, noch ein Kill geholt, aber... ich glaube, die KD ist ganz gut. Aber, naja. Oh, Verlängerung! Okay, jetzt müssen wir uns Mühe geben. Dass der uns bloß nicht mehr aus der Hand geht. Weil sonst haben die Gegner den Punkt. Ach. Oh, ist das spannend.
Oh, unser Team hat am Ende nochmal geführt und wir haben gewonnen. Oh mein Gott, war das knapp. Um einen Punkt. Oh. 13 Kills und 12 Tode. Nice. Und wir können unseren Rang noch mal ein bisschen verbessern. Okay. Ich würde sagen, wir machen gleich noch einen. Denn das lief ja schon ganz gut. Und wir sind ja schon Rang C und bald haben wir dann auch C+. Ich werde ja wahrscheinlich bis A spielen. Und dann wahrscheinlich das Spiel nie wieder anrühren. Wie das nun mal so ist. Okay, gleiche Stage nochmal. Finde ich so mittel. Kann ich jetzt nicht sagen, dass es schlecht ist, aber irgendwie auch nicht so toll. Wir stürmen vor. Oh, schön eine Linie einfärben. Okay. Auf den Turm, los. Okay, hier passiert jetzt gar nichts. Hier können wir es schon nochmal entspannen. Oh, okay, jetzt hier aber ganz schön Action. Und jetzt ist der Turm gleich wieder in Gegnerhand, habe ich das Gefühl. Oh. K.O.-Sieg. Das wäre natürlich cool. Jetzt ist es gerade. Ah, jetzt ist er in der Gegnerhand, toll. Aber den holen wir uns sofort wieder zurück, würde ich sagen. Ganz vorsichtig. Na komm her. Hä, der ist doch schon komplett in unserer Farbe. Sehr schön. Und untertauchen. Wir sind beide gar nicht da. Und dann schön von oben. Ausschalten. Okay, das sieht aber gut für uns aus. Ich fände es auch gut, wenn es ein paar mehr Chat-Befehle gäbe als cool und zu mir. Yeah, und da haben wir gewonnen. War es gar nicht so schwer. Und ein K.O.-Sieg. Schöner Soundtrack, by the way. Ja, hier nur 3 Kills und 3 Deaths. Naja. Und bald erreichen wir C+. Und ein Effekt. Ja, passt schon. Okay. Da würde ich sagen, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Immer schön liken, kommentieren, abonnieren und bis dahin. Bye, bye.